Frohe Weihnachten! Was? Ein Weihnachtsspecial? Welches Weihnachtsspecial? Es ist nicht so, als ob ich eine scheiß Planung hätte und mein Chef gesagt hat, hey, du brauchst doch keine Berufsschule und den freien fucking Nachmittag für irgendwas. Hallo zusammen und willkommen zu meinem Pseudo-Weihnachtsersatz-Special-Ding. Ja, das eigentliche Video ist noch in der Bearbeitung, aber ich wollte es vernünftig machen und nicht einfach irgendwas hinklatschen, um zu sagen, da, ich kann einmal in meinem fucking Leben eine Deadline einhalten. Bewundert mich dafür! Also mache ich jetzt einfach einen Sammelstream. Ihr meint, mein Gelaber reicht euch vollkommen aus, von daher bekommt ihr jetzt genau, was ihr wollt. Ich, wie ich, ewig lange ohne Sinn und Verstand rumlaber. Das ist sehr viel einfacher zu machen, weil ich es einfach für ein paar Stunden aufnehmen kann, nicht viel editieren muss und die kein Skript schreiben und nichts muss. Von daher, hey, ich krieg viel Content zusammen, ohne mich dafür anstrengen zu müssen. Wieso fühle ich mich gerade wie ein Reaction-Channel? Aber wie dem auch sei, ich habe mir ein paar Themen zurechtgelegt, über die ich jetzt reden werde. Geht hauptsächlich um Settings, an denen ich arbeite, aber vielleicht ist was... Meine Fresse, aber vielleicht ist auch was für euch dabei. Also, setzt euch hin, schnappt euch ein Bier, es wird ein bisschen länger. Ich brauche für die Themen irgendwelche Titelkarten, vielleicht was Festliches oder so. Ich finde garantiert irgendwas. Jeder von euch, der schon mal ein paar von meinen Videos gesehen hat, hat wahrscheinlich mitbekommen, dass ich das Prinzip von Warp und Chaos aus Warhammer und Warhammer 40k sehr interessant finde. Um genau zu sein, habe ich mal gesagt, dass es das beste Prinzip ist, um eine Götterwelt zu erklären. Und für die von euch, die nicht mitbekommen haben, worum es dabei genau geht, es ist im Grunde so, dass es gibt eine materielle Welt, also unsere Welt, und eine Welt aus magischer Energie. Das wäre halt der Warp, das Chaos oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Und dadurch, dass wir glauben, entstehen im Chaos einige Sachen. Also durch unsere Gefühle, Emotionen und unsere Anbetungen und unsere Gedanken entstehen in diesem Warp Sachen, die die Realwelt beeinflussen können. Das beste Beispiel dafür wären wohl Dämonen. Wenn irgendjemand einfach ficken möchte, weil er ist ein Mensch, Menschen ficken normalerweise, kann man sich das vorstellen, als ob man einen Stein in einen Teich wirft. Es gibt kleine Wellen auf diesem Teich und dieser Teich wäre in diesem Fall halt das Chaos. Und aus diesen Wellen kann ein sehr, sehr, sehr schwacher Sexdämon entstehen. Der kann halt keine feste Form annehmen und nichts, weil einfach nur aus diesem Gedanken von ich will ficken heraus entsteht. Aber desto spezifischer und kräftiger und gezielter diese Gedanken sind, desto stärker entsteht da etwas. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel 5 Millionen Leute glauben, dass ein untoter Handwerker zu Ostern auferstanden ist und man sein Fleisch in der Kirche isst, dann gibt es innerhalb dieses Chaos-Magie-Dingsbums, was da existiert, eine Repräsentation dieses untoten Handwerkers. Und man kann wirklich Wunder wirken, wenn man sich auf diesen Handwerker beruft, weil dieser Handwerker wirklich existiert, in einem gewissen magischen Sinne. Und nach demselben Prinzip funktioniert auch Magie in 40k. Und bei einigen Rassen geht das so weit, dass sie den Warp, Chaos, was auch immer, unterbewusst beeinflussen können. Hauptsächlich die Orks, weil die Orks grandios dämlich sind. Ich möchte einmal ein Beispiel geben. Wenn ihr in einer Gesellschaft aufgewachsen wärt, die euch sagt, dass Erdnüsse eine effektive Waffe gegen Panzer wären, und ihr fest daran glaubt, dass Erdnüsse eine effektive Waffe gegen Panzer sind, habt ihr aufgrund eures gesunden Menschenverstands trotzdem im Hinterkopf noch unterbewusst diesen Gedanken, was kann eine fucking Erdnuss gegen einen Panzer ausrichten? Das heißt, euer Glaube würde durch eure unterbewussten Überlebensmechanismen gebremst werden. Somit könntet ihr den Warp nicht so stark manipulieren wie ein Ork, weil Orks sind einfach nur scheiße dämlich. Orks haben keinen gesunden Menschenverstand. Orks sind der festen Überzeugung, ein rot angemaltes Auto ist schneller, also wird es durch den Willen der Orks schneller. Das ist ein wirkliches Phänomen im Warhammer 40k-Universum. Es nennt sich The Red Ones Are Faster. Genauso können die Orks Schiffe und Kampfroboter und sonstigen Scheiß aus absolutem Abfall bauen, die eigentlich ineinander fallen müssten, sobald sie ihre Kanonen abfeuert. Aber weil die Orks denken, die Dinger funktionieren, funktionieren die Dinger wirklich. Weil die Orks zu blöd sind, zu kapieren, dass sie nicht existieren würden. Das ist das Dümmste und Geilste, was ich jemals gehört habe. Und es bringt mich zum eigentlichen Thema. Magie. Die beste Beschreibung, die ich bisher von Magie gehört habe, ist die Beeinflussung der Welt durch den Willen des Magiers. Und ihr merkt vielleicht, das hängt ziemlich stark mit diesem Warp-Ding zusammen. Ich möchte aber kurz ein Beispiel dafür geben und erklären, warum die Sachen irgendwie zusammenhängen. Der Magier nutzt seinen Willen, um, sagen wir zum Beispiel, Blei in Gold zu verwandeln. Das heißt, dieses eine Individuum fokussiert seinen Willen und beeinflusst die magische Repräsentation in dieser magischen Welt, dieses Klumpen Bleis, so,
dieser Klumpen Blei in der realen Welt ein Stück Gold wird, weil er denkt, er kann es tun. Und alles, was man an Ritualen, Zaubern, Zaubersprüchen, Zauberstäben und sonstigen Zeug benutzt dafür, ist eigentlich nur ein Fokus für den Willen. Der Magier muss diesen Runenkreis ziehen, weil ihm beigebracht wurde, so funktioniert Magie. Er braucht diese Rituale, weil er so seine unterbewussten Grenzen ausschalten kann, um zu sagen, ich wirke gerade Magie, die übers Natürliche hinausgeht, und durch diesen Runenkreis brauche ich mir keine Sorgen wegen der Physik machen. Genauso kann natürlich der Wille von vielen tausenden unfokussierten Leuten oder nicht magisch begabten Leuten einen ähnlichen Effekt haben. Das wären wieder die Orks und Leute, die an untote Handwerker glauben. Wenn sich ein ganzer Haufen Leute zusammenfinden, zum Beispiel, sag ich mal, Ureinwohner, die fest davon überzeugt sind, dass Farbe aus blau gepressten Schnecken Kugeln abhalten kann oder Pfeile abhalten kann, dann besteht eine gewisse Chance, dass diese Malereien auf dem Körper aus dieser Schneckenkotze wirklich Pfeile abhalten können. Einfach weil diese Leute so fest davon überzeugt sind, dass ein magischer Schutz entsteht, eben durch diesen Glauben der Leute. Allerdings ist Magie relativ gefährlich und kostspielig. Um es mal mit den Worten aus dem Konstantin-Comic zu sagen, mit Magie klaust du dir im Grunde etwas, was du dir nicht verdient hast, und die Welt will kompensieren. Das heißt, wenn wir es wieder auf das ganze Warp-Chaos-Ding beziehen, erzeugst du im Grunde eine Art Vakuum in diesem Warp. Du veränderst durch deinen Willen die magische Welt um dich herum. Und diese magische Welt versucht, das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Du hast einen großen Stein in den Teich geworfen und der Teich will wieder glatt werden. Was im Endeffekt heißt, dass, so ein bisschen wie bei Fullmetal Alchemist, du bezahlen musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Haufen Gold dir erschaffst, ist es höchstwahrscheinlich, dass dein Haus niederbrennt, weil das Universum kompensieren möchte, irgendwie. Was man als Spielleiter herrlich nutzen kann, um Leute abzufacken. Aber das nur am Rande. Und das bringt mich wiederum zu einer Setting-Idee, die ich hatte. Und meine Idee war es jetzt, diese beiden Konzepte mit Magie ist im Grunde nur der Wille des Nutzers und dieses Warp-Ding zu kombinieren mit dem Feywild. Okay, das muss ich wahrscheinlich auch nochmal erklären. Die Feywilds sind im Grunde die Feenwelten aus Pathfinder und ich glaube D&D hauptsächlich. Was gibt es in Pathfinder, die Feywilds überhaupt gibt? Aber die Feywild wäre im Grunde die Anderswelt, also so ein bisschen wie das Umbra oder Shadowfell oder was auch immer man da haben möchte. Es ist eine Reflexion der realen Welt. Allerdings anders. Wenn ihr euch die reale Welt in einem Fantasy-Setting mit einem Magie-Level von 5 von 10 vorstellt, wäre bei der Feywild das Magie-Skala-Ding so auf 20 von 10. Alles ist magisch. Ein Berg, der in der realen Welt einfach nur ein Berg ist, ist da ein gewaltiger Kristallpalast. Wälder bestehen aus Dryaden und Baumbärten und Städte sind überwachsen mit Moosen und da leben komische kleine Lebewesen in diesen Moos-Baumhäuser-Dingern. Und es gibt Fey-Crossings. Und Fey-Crossings sind die Punkte, wo der Schleier zwischen dem Feywild und der realen Welt, oder materiellen Welt besser gesagt, extrem dünn ist. Ein Platz, der in beiden Welten extrem ähnlich ist. Also zum Beispiel eine wunderschöne Waldlichtung in der realen Welt und der Fey-Welt sehen fast gleich aus. Und unter bestimmten Umständen, also weil ein Fey es unbedingt möchte und dich reinlocken will in die Feenwelt oder weil du da Magie wirkst oder weil gerade der Mond günstig steht oder irgendwas in der Richtung, kannst du in die Feenwelt herübertreten, ob nun willentlich oder unwillentlich. Und auch das spiegelt sich in einem Konzept, das man in anderen Magie-Settings wiederfindet, als dünne Plätze wieder. Dünne Plätze oder Thin Places im Englischen sind Plätze, an denen starke Magie gewirkt wurde. Also zum Beispiel Stonehenge wäre so ein perfektes Beispiel dafür. Und wenn man bei Warhammer bleiben möchte, das Eye of Terror oder der Nord- und Südpol im Fantasy-Setting. Orte, wo extreme starke Magie gewirkt wurde. Und diese extrem starke Magie hat die Barriere zwischen der realen oder physischen Welt und der magischen Welt aufgerieben. So dass man hier zum einen deutlich stärkere Magie und deutlich einfacher Magie wirken kann und dass man durch diese Magie in die magische Welt übertreten könnte. Oder etwas aus der magischen Welt herausholen könnte. Und weil ich noch nicht genug Quellen habe, hole ich noch Changeling mit rein. Also aus der alten World of Darkness. Ja, in der alten World of Darkness gab es nicht nur Vampire und Werwölfe, es gab auch Wechselbälger. Und Wechselbälger waren im Grunde lebende Geschichten. Das heißt, desto häufiger eine Geschichte erzählt wird, desto häufiger sie von Kindern gelebt wird und vor allem geträumt wird, desto stärker wird im Grunde dieser Abdruck in der, wie nenne ich es am besten, dieser im Grunde Abdruck im Warp, diese magische Energie, die aus Fantasien steht. Und desto häufiger eine Geschichte erzählt wird, desto wahrscheinlicher entsteht daraus ein Name. Und mit diesem Namen zusammen entsteht daraus ein Fey.
Und diese Feenseele kann einen menschlichen Körper in Besitz nehmen. Oder wird in einem menschlichen Körper wiedergeboren, um es freundlicher zu sagen. Das heißt, es gibt zwar in unserer Welt Steve den Hooligan, der eigentlich Steve der Redcap ist, aber dieser Redcap wurde schon 1000 Mal wiedergeboren in verschiedenen Körpern. Der war schon John, der war Erhard, der war Kahuntang, aber er war immer der Blutdürster. Denn das ist sein eigentlicher Fey-Name. Und das ist wieder relativ ähnlich zu den 40k-Dämonen. Und ihr seht, warum ich die Sachen zusammenpacken will, oder? Und ich muss noch mal ganz kurz auf die reale Welt zurückkommen. Also pseudo-reale Welt, weil Mythologie und bla. Engel und Dämonen sind im Grunde rein christliche Konzepte. Ja, es gibt in einigen heidnischen Religionen Wesen wie die Djinn, die Rayquaza oder halt auch die Fomori, die man zwar als Dämonen sehen könnte, weil sie deren Aufgabe erfüllen. Aber im Grunde sind das eher Feenwesen vom allgemeinen Aufbau her. Sie sind nicht böse, weil sie böse sind, sie sind böse, weil sie Arschlöcher sind. Und das ist ein großer Unterschied. Ihr seht, Feen sind böse im Sinne von, sie verstecken eure Schlüssel oder häuten euch bei lebendigem Leib, weil das die Essenz der Feen ist. Feen finden es lustig, deine Schlüssel zu verstecken, darum verstecken sie deine Schlüssel. Redcaps werden aus Mord und Blutdurst geboren und darum verbreiten sie Mord und Blutdurst. Dämonen sind ein Fragment bzw. Diener des Teufels und darum tun sie Böses, weil sie böse sind, um deine Seele böse zu machen. Und das wäre nun mal ein rein christliches Konzept, weil im Christentum hast du einen positiven Gott und seinen negativen Gegenspieler. Somit muss alles, was diesem Gott widerspricht, automatisch böse sein. Was bei den Göttern im Heidentum so nicht gegeben ist. Sicher, es gibt zwar Konflikte zwischen den, wenn wir es einfach mal die nordische Religion nehmen, Konflikte zwischen den Asen und den Jotunheimern, also den Riesen, aber es gibt auch Ehen zwischen Jotunheimern und Asen, also es ist nicht so, als wäre eine Rasse automatisch super böse. Ich glaube, Loki wäre das einzige wirkliche Beispiel für einen in Anführungsstrichen bösen Charakter und er ist einfach nur ein Arschloch, der nicht weiß, wann man aufhören sollte, Witze zu machen. Um ein Beispiel zu geben. Und das kann ich wieder für eine Überleitung benutzen, also passt bitte ein bisschen auf. Es gab einen Sonnengott namens Baldur. Ihr kennt ihn vielleicht von einem ähnlich genannten Spiel. Baldur hatte eine böse kleine Prophezeiung über seinem Kopf, die ist, dass er irgendwann mal sterben würde. Was bei Göttern nicht unbedingt unüblich war, aber auch nicht unbedingt erwünscht war. Vor allem nicht bei fucking Sonnengöttern oder Göttern des Lichts oder was auch immer. Also hat sich seine Mutti gesagt, nö, ich will nicht, dass mein kleiner Bumsebär stirbt und hat alles auf der gesamten Welt angelabert, dass sie ihren Sohn bitte nicht umbringen sollen. Und ein Versprechen einem Gott gegenüber ist bindend. Und das heißt nicht, dass alle ihn in Ruhe gelassen haben. Das heißt, die Asen haben sich einen Spaß daraus gemacht, den Typen mit Schwertern, Pfeilen und Blitzen zu bewerfen und nichts konnte ihm wehtun. Allerdings hat seine Mutti einer kleinen Distel oder einem Dorn oder irgendwas anderem Spitzen, das gibt verschiedene Quellen, das Versprechen nicht abgenommen, weil sie sich dachte, ach, der kleine Dorn kann doch niemandem wehtun. Also dachte sich Loki, ich erlaube mir einen Spaß, wenn sowieso alle Waffen auf den Typen werfen, hole ich mir diese Distel, mach aus der Distel einen Pfeil und leg diesen Pfeil Baldurs blindem Bruder auf die verdammte Bogensehne, damit er seinen Bruder umbringt. Und Loki dachte, das wäre ein cooler Witz. Allerdings haben ihn die Götter zur Strafe mit seinen eigenen Eingeweiden an einem Stein festgekettet und eine Schlange tropft ihm giftige Säure in die Augen. Also, ja, Loki hat zwar Scheiße gebaut, aber die Götter waren nicht unbedingt freundlich in der Art, wie sie ihn bestraft haben. Das heißt, wir haben in allen Bereichen Grauzonen. Das finden wir nicht nur bei den nordischen Religionen, sondern bei fast allen heidnischen Religionen. Die Götter sind imperfekt, einfach weil sie Menschen nachempfunden sind. Oder Naturkräften nachempfunden und dann ein menschliches Makeover draufgesetzt. In der christlichen Mythologie ist der Gott perfekt, weil der Gott perfekt sein muss, weil Gründe. Christen sind einfach langweilig, genau wie Juden und Muslime. Haha, eure Götter haben Persönlichkeit und sind interessant. Unser Gott ist perfekt und macht in und sich geschlossen keinen Sinn, darum ist unser Gott besser. Aber um auf das zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, die Fomori sind zwar im Sinne, wie sie arbeiten würden, Dämonen, also sie sind aus der Sicht der Menschen, aus der Sicht der Götter böse und stellen sich, wo sie auch immer sie nur können, gegen die Götter, aber sie machen das nicht aus irgendwelchen böse, weil böse Gründen, sie haben ihre eigenen Motive. Und im Gegenzug sind die Götter, also in dem Fall die Duharadai Dannan, auch nicht unbedingt mega super freundlich die ganze Zeit. Von daher wären Engel und Dämonen zwar im weitesten Sinn dasselbe wie Feenwesen, aber auf einer anderen Wahrnehmungsebene. Ich habe euch ja erzählt, wie das Ganze funktioniert, mit dem ihr glaubt an etwas oder viele tausend Leute glauben an etwas und darum erfindet er sich selber irgendwo in dieser magischen Ätherwelt, Warp-Dingsbums. Dasselbe würde mit der Wahrnehmung funktionieren.
Das muss ich eben ganz fix erklären. Wenn ihr die Welt wahrnehmt im Sinne von, es gibt nur Feenwesen. Es gibt gute Feen, böse Feen, neutrale Feen, gibt es halt nur wirklich diese Feenwesen. Wenn ihr allerdings ein christliches Weltbild habt und die Christen gehen davon aus, es gibt zwar eventuell diese Feenwesen aus der Folklore irgendwo hinten ganz in der Ecke vielleicht, aber hauptsächlich gibt es Engel und Dämonen und das sind grundverschiedene Wesen. Würde es diese Engel und Dämonen geben, die zwar genauso entstehen wie Feenwesen und im Grunde sich auch sehr ähnlich verhalten würden wie Feenwesen im Großen und Ganzen gesehen, aber die halt einfach aufgrund ihrer Denkweise, wie sie erdacht wurden, gut und böse sein müssen. Was ich persönlich immer extrem langweilig finde. Allerdings muss man sich bei Urban Fantasy so ein bisschen an die Vorgaben halten. Und wir haben das Christentum in einigen großen Teilen unserer Welt. Oder den Islam oder das Judentum irgendwo. Das heißt, Engel und Dämonen sind leider, sie existieren in Urban Fantasy auf jeden Fall. Man kann es irgendwie versuchen wegzuerklären, dass es einfach nur die christliche Interpretation von irgendwelchen bösen Göttern ist. Aber hey, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich würde allerdings argumentieren, dass egal welches Setting man hat und welchen Spielleiter man hat, wenn man dieses Konzept nutzt, wären die Götter auf jeden Fall Feenwesen. Und das sollte ich vielleicht erklären. Wenn wir Feenwesen definieren als diese Wesen, die durch unsere Fantasie, durch unsere Emotionen, durch unseren Glauben entstehen. Oder sagen wir einfach Geistwesen, Einfachheit halber. Diese Geistwesen würde es wahrscheinlich in verschiedenen Ebenen geben. Oder besser gesagt, verschiedenen Stufen geben. Es gäbe höchstwahrscheinlich einfach die Personifikation von Dingen, die da sind. Also sagen wir einfach mal, es gibt einen Wald und die Geister dieser Bäume, die Energie dieser Bäume, würde in der Geisterebene eine gewisse Repräsentation haben. Also würde einfach da, wo der Wald ist, etwas Ähnliches in der Geisterwelt oder Elfenwelt, wie man es nennen möchte, sein. Und desto mehr Glaube oder Emotion in diesen Sachen drinsteckt, desto selbstständiger würde dieser Geist werden. Ein Baum ist einfach ein Baum. Würde man aber diesen Baum als eine Art Ahnenbaum anbeten, würde er zusätzliche Funktionen bekommen. Mal ein Beispiel. Sagen wir einfach, ein Elfenvolk betet zu einem uralten Baum, weil das Elfenvolk glaubt, dass die Seelen der Gestorbenen in diesen Baum übergehen. Das heißt, nach mehreren Generationen, dass die Leute so etwas glauben, würde dieser Baum wirklich die Fähigkeit bekommen, Seelen aufzunehmen. Das heißt, in der Geisterwelt wäre die Repräsentation dieses Baumes nicht einfach nur ein Baum, sondern er wäre etwas Stärkeres. Als Baum hatte der Geist im Grunde keinen wirklichen Instinkt. Er hat einfach nur im Grunde Photosynthese auf Geisterlevel. Er hat das, was es an Geisterpartikeln oder Staub oder was man es nennen möchte, da gibt, in sich aufgenommen und wieder abgegeben in irgendeiner Form. Er hätte sich genährt und das wäre es dann auch. Aber jetzt hat dieser Geisterbaum eine aktive Möglichkeit, sich zu nähern durch die Seelen der Gestorbenen und vor allem durch den Glauben dieses Elfenvolks. Das heißt, dieser Baumgeist hätte den Instinkt, ich möchte stärker werden. Ich möchte gefüttert werden. Also würde er die Dinge tun, die die Leute glauben, dass er kann. Also wenn er zum Beispiel dieser Kult nicht nur sagt, der Baum kann diese Seelen aufnehmen, sondern der Baum erlaubt dir, mit den Toten zu sprechen, würde der Baum so etwas tun. Wenn jemand lang genug und inbrünstig genug betet, würde dieser Baum eine Geistererscheinung erzeugen können. Was wiederum ein Beweis dafür wäre, dass der Baum wirklich die Seelen der Verstorbenen in sich hat. Darum würden mehr Leute zu ihm beten und er würde stärker werden und so weiter. Das wäre allerdings eher eine Art tierische Intelligenz. Das wäre nicht wirklich ein Denken, das wäre ein Instinkt. Das wäre ein, mein Herrchen sagt, mach Männchen und ich krieg was zu essen, also mache ich Männchen. Aber desto mächtiger dieser Geist werden würde, desto intelligenter würde er auch werden. Es wäre zwar nicht unbedingt eine menschliche Intelligenz, weil er dieses Grundprogramm immer drin haben würde, dieses ich bin ein Baum, ich sammle Seelen. Aber er würde nicht einfach nur das machen, was Leute von ihm erwarten. Also Leute erwarten, dass sie mit ihren Verstorbenen reden können, also erlaube ich den Seelen kurz eine Geisterform anzunehmen. Sondern er würde nachdenken. Wie kann ich dafür sorgen, dass Leute mich effizienter anbeten, dass ich mehr Seelen bekomme, dass sich mein Einfluss verbreitet? Also könnte er es irgendwie schaffen, eine heilige Schrift an diese Menschen weiterzubringen, was bei Geistererscheinungen relativ einfach sein dürfte. Denn erscheinen halt nicht den trauernden Seelenbilder ihrer Verstorbenen, sondern dem Priester erscheint eine Seelen,
Erscheinung des vorherigen Priesters und der gibt ihm eine heilige Schrift weiter. Und diese heilige Schrift zusammen mit ein paar Setzlingen wird verbreitet an die nächsten Elfenkolonien und weitere Kolonien und weitere Kolonien. Das heißt, der Glaube an diesen einen Seelenbaum wird der Glaube an viele Seelenbäume. Und diese anderen Seelenbäume werden im Grunde einfach nur Fragmente des Geistes, der in dem ersten Seelenbaum steckte. Das heißt, wenn, sagen wir mal, im tiefsten Norden hat dieser Kult angefangen und diese Setzlinge kommen bis zum Süden nach unten ans südliche Meer. Jeder, der diesem Kult folgt, jeder, der sagt, meine verstorbenen Seelen von meinem Vater, meiner Mutter, von was auch immer, kommen in diesen Baum rein. Das alles nährt diesen ursprünglichen Geist und desto stärker und mächtiger wird dieser Geist und desto intelligenter wird er. Und desto größere Wunder kann er am Ende auch vollbringen. Das heißt, diese Bäume würden nicht nur Geistererscheinungen erscheinen lassen, wenn die Verstorbenen trauern. Dieser Baum könnte Geisterarmeen erzeugen, wenn das Dorf angegriffen wird oder in diesem Fall der Tempel angegriffen wird, höchstwahrscheinlich. Oder er könnte die Seelen in Holzkörper packen, dass die dann für eine gewisse Zeit interagieren können mit den Leuten oder halt kämpfen können oder was auch immer. Oder er könnte lebende Wesen zu seinen Herolden machen oder irgendwas in der Art. Alles, was ihm dabei hilft, seinen Einfluss und seine Macht zu vergrößern. Allerdings wäre dieser Geist, dieser Gedankengang auf keinen Fall menschlich. Das könnte ich am besten mit Farben erklären. Stellt euch den menschlichen Verstand als weiß vor. Das geht vielleicht ein ganz klein bisschen in verschiedene Farbrichtungen, je nachdem, wie man erzogen wurde. Aber es wäre immer noch ein Weißton. Vielleicht minimal rot oder gelb getrübt, aber er wäre auf jeden Fall weiß. Bei diesem Standard-Baumgeist wäre das ein tiefes, kräftiges Grün. Einfach weil dieser Geist kein Instinkt und kein gar nichts hat. Er ist einfach dieser Baum. Wird dieser Baum angebetet, würde das Grün etwas leichter werden. Es wäre nicht mehr so tief und kräftig, sondern etwas blasser geworden. Einfach weil der Baumgeist jetzt eine Aufgabe hat, auf die er sich fixieren kann. Und je nach Aufgabe würden wahrscheinlich verschiedene Farben noch hinzukommen. Aber bleiben wir mal bei Grün wegen der Einfachheit. Wenn dieser Baum dann selbstständig anfangen kann zu denken, würde das Grün noch ein bisschen blasser werden. Und immer blasser, aber es würde immer eindeutig ein Grün bleiben. Einfach, weil diese Geister an eine gewisse Identität gekettet sind. Ich könnte morgen sagen, ich höre es auf YouTube-Videos zu machen, ich werde Veganer und finde mich selber. Und dann komme ich nach einem halben Jahr als tiefgläubiger Buddhist wieder, der Rollenspiel nicht mehr mag und jetzt Origami-Tutorial-Videos macht. Es wäre möglich. Aber dieser Geist kann sich nicht ändern, selbst wenn er wollte. Weil er halt nicht diese, ich sag mal, einfach Freiheit hat, weil er nicht frei geboren wurde, sondern weil er eine Aufgabe aufgezwungen bekommen hat. Er war von Geburt an ein Baum, Geburt in Anführungsstrichen, er war von Anfang an ein Baum und hat dann die Aufgabe von einem Seelenhain dazu bekommen. Und er kann nichts darüber hinaus tun. Er kann sich diese Aufgabe weiterentwickeln. Er ist der Seelenhain und er beschützt diesen Baum mit den Seelen da drin. Oder er predigt die gute Nachricht von der Errettung der Seelen an seine neuen Jünger oder lässt die Geister erscheinen. Aber er kann nichts machen, was dieser Aufgabe widersprechen würde. Nehmen wir mal als Beispiel den Weihnachtsmann. Das ist ein Weihnachtsspecial, also fuck it, wir reden über St. Nick. Würde der Weihnachtsmann wirklich existieren, wäre er im Grunde eine Art Heinzelmännchen. Das gibt extrem viele Parallelen. Beide werden mit Süßigkeiten und Keksen angelockt, beide haben offensichtlich magische Kräfte, beide helfen gern Leuten, bla bla bla. Der Weihnachtsmann hat eine gewisse Aufgabe. Er verteilt Geschenke an artige Kinder und gibt den bösen Kindern Kohle in die Socken. Er darf nichts anderes tun, auch wenn es seine Macht erhöhen würde. Das heißt, würde der Weihnachtsmann wirklich existieren, dürfte er sich zwar von Kindern sehen lassen, während er das macht und dann sagen, ho, 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 und wieder den Kamin hochfliegen, aber dürfte nicht zum Beispiel ins Weiße Haus marschieren und verlangen, dass alle ihn anbeten, sonst gibt es keine Geschenke, weil das nicht in seinem, ich sag mal, einfach Programm drin ist. Man kann sich diese Geister besser als programmierte PC-Programme vorstellen, als wirklich als lebende Wesen. Sie sind zwar zu einem gewissen Grad lebendig, aber naja, ich sag's mal so, Ares oder Mars, wie man nennen wollt, wird immer ein Kriegsgott bleiben. Er kann nicht friedlich sein, das ist entgegen seiner Natur. Das heißt, wenn ihr um Wissen betet, wird euch Ares höchstens irgendwas in Richtung Schlachtenkunde beibringen können. Er kann euch nichts anderes beibringen, auch wenn ihr ihn darum bittet, einfach weil das nicht in seinem Programm drin ist. So, nachdem ich jetzt viel zu lange über Magie geredet habe, reden wir ein bisschen darüber, wie ich es ins Setting einbringen will. Was war das größte Problem von Rom? Gut, die meisten werden jetzt wahrscheinlich sagen, die Dekadenz, oder stimmt zu einem gewissen Grad. Aber das größte Problem von Rom war die Größe. Nun, das mag für uns relativ dämlich klingen, aber lass es mich erklären.
Wenn Merkel irgendetwas sagt, können wir das live verfolgen, weil es im Bundestag live Kameras gibt. Wir können das am nächsten Tag in der Zeitung lesen, wenn wir besonders langsam sein wollen. Oder wir können innerhalb von ein paar Stunden maximal das Ganze online nachlesen. Oder halt abends in der Tagesschau schauen. Merkel sitzt in Berlin. Ich sitze in Norddeutschland. Typen, die in Bayern sitzen, können das Ganze zur selben Zeit gucken, wie ich das gucke. Informationen und vor allem Kommunikation sind extrem schnell und extrem frei erhältlich. In Rom war die schnellste Möglichkeit, eine Nachricht zu senden mit einem Sendboten. Und der reitet. Das heißt, man braucht so etwa 2-3 Wochen, wenn man relativ schnell ist, von Rom bis zum Beispiel zur Nordgrenze des Imperiums. Wenn man das Ganze zur Südgrenze des Imperiums bringen will, die ist irgendwo in Afrika, muss man auf ein Schiff steigen, über die See fahren mit der Nachricht und dann von dort aus weiterreiten. Das hat im Endeffekt die Wirkung, dass Rom zwischenzeitlich so etwa ein Dutzend Kaiser hatte. Nicht offizielle Kaiser, die meisten von den Kaisern haben Rom nie gesehen, aber das Problem ist, stell dir vor, du wärst ein Soldat. Als Soldat kämpfst du zwar offiziell für Rom, aber du kämpfst eigentlich für deinen Befehlshaber, weil du Rom noch nie gesehen hast. Und du bekommst deine Befehle nicht von Rom, du bekommst deine Befehle von deinem Befehlshaber. Und jetzt sagt dein Befehlshaber, fick den Kaiser, ich werde der neue Kaiser. Wer soll ihn aufhalten? Und das ist relativ häufig passiert. Irgendwelche Befehlshaber von Armeen haben gesagt, ich habe eine Legion unter mir, warum soll ich Befehle von irgendjemandem entgegennehmen, der tausende von Kilometern irgendwo entfernt in Rom auf seinem Arsch sitzt, wenn ich hier für ihn wahrscheinlich irgendwann sterben werde? Ich werde mein eigener Kaiser. Und es ist mehrfach passiert, dass große Befehlshaber mit Legionen gegen Rom marschiert sind, um sich als Kaiser erklären zu lassen. Also müsste man, wenn man ein Imperium in seiner Fantasy-Welt haben möchte, das Ganze irgendwie lösen. Wie löst man das Problem eines großen Imperiums? Und das Problem löst sich am allerbesten durch Magie. Ist die faule Lösung, aber ich habe einen tollen Grund dafür. Es gibt etwas, das man Leylines nennt. Die gibt es auch in unserer Welt. Also in Anführungsstrichen gibt es in unserer Welt. Das sind magische Linien, die sich durch die Erde ziehen, an denen die Energie langläuft. Zum Beispiel liegt Stonehenge angeblich auf einem Punkt, wo sich drei Leylines kreuzen würden. Das heißt, es ist ein total mächtiger, toller Punkt, weil Gründe. Aber in einem Fantasy-Setting, wo Götter und Magie und so ein Scheiß wirklich existieren, wären diese Leylines nützlich. Vor allem, weil man auf gewissen Punkten an diesen Leylines Tore bauen könnte. Und diese Tore würden dann entsprechend zu anderen Toren führen, die auf dieser Leyline liegen. Das heißt, wenn wir weiterhin Rom als Beispiel benutzen, haben wir zum Beispiel eine Leyline von Rom direkt nach Köln. Über diese Leyline, oder besser gesagt ins Tor in Rom, tritt eine Legion von Soldaten rein, oder zwei Legionen oder drei Legionen. Und anstatt, dass die jetzt einen halben Monat marschieren müssen, bis die in Köln ankommen, oder wahrscheinlich sogar länger, und dabei Lager aufbauen müssen und wahrscheinlich angegriffen werden von Barbaren und sonstigem, schaffen sie es auf dieser Leyline innerhalb von ein paar Tagen in Köln aufzukreuzen. Es ist immer noch deutlich aufwendiger, als wir es heutzutage haben würden. Wir können ja einfach mit dem Helikopter hinfliegen. Aber es ist deutlich schneller, als wenn sie zu Fuß gehen müssten und deutlich sicherer zu einem gewissen Grad. Diese Leylines mögen zwar die Schnellstraßen der Geisterwelt sein, aber sie wären trotzdem in der Geisterwelt. Das heißt, wenn man diese Leylines nutzen wollen würde, müsste man relativ gut geschützt sein. Zum Beispiel durch einen ganzen Haufen Magier. Und daher kommt die Idee des magischen Imperiums. Gut, dadurch und einfach, weil ein magisches Imperium eine coole Idee ist. Stell dir einfach mal folgendes Szenario vor. Ihr seid ein germanischer Barbar und die Römer wollen euch erobern. Was macht euch mehr Angst? Ein Haufen Typen in Rüstung, die zwar organisiert sind, aber von denen ihr wisst, dass ihr sie töten könnt? Oder ein ganzer Haufen Golems und Skelette, geführt von Typen, die gerne mal Feuerbälle nach euch werfen? Und sicher, ihr habt eure eigenen Druiden und Schamanen und sonstiges, aber ihr habt vielleicht 2-3 Dorfschamanen und die kommen mit etwa 40 Kampfmagiern plus etwa 1000 Skeletten. Das ist um eine ganze Ecke gruseliger, als wenn es einfach nur Typen wären, von denen du weißt, dass du sie töten kannst. Und das Schöne ist, die Religion in Anführungsstrichen dieses Reichs wäre relativ interessant, zumindest was ich mir gerade im Kopf ausgedacht hätte. Es wäre im Grunde ein Buddhismus, der allerdings eher auf, wie sage ich das? Stellt euch vor, Buddha wäre Kapitalist gewesen und stellt euch vor, Kapitalismus wäre nicht auf Geld, sondern auf Magie basierend. Diese Philosophie hat zwar eine Handvoll Grundsätze, ist aber ansonsten relativ freiheitlich. Der erste Grundsatz ist, dass es keine böse Form von Magie gibt.
Es gibt einen ganzen Haufen Leute, die Nekromantie als was Bösartiges sehen oder die Dämonenpakte für etwas Schlechtes halten, aber nicht im Imperium. Das Imperium ist der Meinung, dass jede Art von Magie nützlich ist. Das heißt, sie sind der Meinung, es ist nicht das Schwert, das tötet, sondern der Arm, der das Schwert führt, der tötet. Und darum ist Magie zwar an und für sich erlaubt, egal welche Art von Magie, aber wenn du mit Magie Schaden anrichtest, wirst du dafür haftbar gemacht. Der zweite Grundsatz der Philosophie ist, alle streben nach dem Aufstieg. Und der Aufstieg ist ein lustiges Konzept. Ich habe euch erzählt von dem, desto mehr man einen Geist anbetet, desto mächtiger und selbstständiger wird er, oder? Ja, Menschen oder Elfen oder was auch immer für Wesen können das Ganze auch selber machen. Nur halt irgendwie umgekehrt. Das heißt, sie versuchen nicht freier zu werden, sondern sie versuchen einfach nur mächtiger zu werden. Wenn wir zum Beispiel einen Nekromanten nehmen, würde er versuchen, mehr und mehr dem Tod nahe zu kommen in einer magischen Form. Also würde sie nicht einfach umbringen, sondern würde im Grunde ein Lich werden. Und dann von einem Lich versuchen, weiter aufzusteigen, um im Grunde irgendwann ein Gott zu werden. Das heißt, es ist im Grunde eine Meritokratie. Desto mehr Magie du hast, egal welche Art von Magie und egal wer oder was du bist, desto höher kannst du eine Stufe erreichen. Also desto höher ist dein soziales Ansehen. Um ein Beispiel zu geben, wenn du aus einem eroberten Barbarendorf kommst, aber ein Schamane bist, kannst du als kompletter Außenseiter in die höchsten Ränge der Gesellschaft aufsteigen, einfach weil du ein guter Magier bist, weil du gelernt hast, deine magischen Künste so zu lenken, dass du selber mächtiger bist als andere. Das heißt, es ist egal, ob du ein Mensch, ein Elf, ein Ork oder sonst irgendwas bist. Solange du magisch begabt bist, hast du das gut. Was allerdings auch dazu führt, dass alle Menschen ohne Magie relativ angeschissen sind. Ich habe die Skeletttruppen erwähnt, oder? Und Skelette und Golems sind nicht nur in der Armee zuständig, sondern für sehr, sehr viele Dinge. Das heißt, wir haben eine gewisse Schicht an Leuten, die Magie nutzen kann, und eine große Fläche an Leuten, die keine Magie nutzen kann. Und anstatt dass diese Leute die Sachen machen, die man ohne Magie machen könnte, machen die willenlosen Marionetten der Oberschicht diese Sachen. Das heißt, man hat eine kleine Elite von Magiern, hat dann im Grunde einen ganzen Haufen willenloser Sklaven, die nicht mehr wirklich versklavt sind, einfach nur Marionetten sind. Die sind im Grunde Puppen ihrer Meister. Und dann hat man einen ganzen Haufen Leute, die im Grunde in der Gosse verrecken, weil sie nichts zu tun haben. Solange man den Pöbel mit Brot und Spielen bei Laune halten kann und hier und da mal ein bisschen Brot an die Armen verteilt, ist alles kein Problem. Aber sobald das Imperium zu groß wird, das heißt, sobald man nicht mehr der Nahrungsproduktion für alle nachkommt, wird es vereinzelt Aufstände geben. Und das ist der Grund, wo es klar wird, warum dieses Imperium gefallen ist. Es war eine Kombination aus Revolten von magielosen, ja, im Grunde Bettlern, die aus reiner Verzweiflung gegen die gottgleiche Elite vorgegangen sind. Und sicher, ein paar Millionen Leute kannst du verbrennen, aber irgendwann hast du auch keine Ressourcen mehr. Also ja, ein kleiner Stein wird dich nicht töten, eine Lawine schon. Und zum anderen ist Magie nicht gratis. Das hat ein bisschen was mit dem Magiesystem zu tun, das ich gerade ausarbeite. Der Grundgedanke ist, dass menschliche Wesen keine angeborene Talentgrundlage für Magie haben. Das ist alles erlernt. Das heißt auch, dass sie keine Ressourcen für Magie haben. Also muss man diese Ressourcen irgendwie erzeugen. Das heißt, man muss diese Magie irgendwie bunkern. Entweder in der Form von Äther, also irgendeiner Form von materieller Magie, oder in der Form von Magie, die in irgendetwas gespeichert wurde. Also wenn ihr zum Beispiel einen Zauber wirken wollt, müsst ihr euch entweder Orihalkon holen, das wäre eine Art magisches Mineral, oder müsst magische Energie in irgendeiner Form von Talisman gespeichert haben. Ihr könnt auch versuchen, die Magie aus dem Never Never, der Kehrseite oder wie auch immer ihr die Geisterwelt nennen wollt, herauszuziehen, aber das ist relativ zeitaufwendig und gefährlich, weil ihr im Grunde ein Tor aufwerft und sagt, hey, ich saug hier gerade was raus, wenn jemand Bock hat, kommt doch rein. Und darum kann es relativ einfach passieren, dass sich ein Dämon sagt oder böser Elf oder was auch immer sagt, hey, cool, ein Tor. Und es gibt ein klitzekleines Massaker und das erklärt, warum das Wirken von Magie relativ kostspielig ist. An die Ressourcen zu kommen ist nicht so ganz einfach. Und dann kommt noch dazu, dass es das Ziel der Magierelite ist, aufzusteigen. Das heißt, wir haben nicht einfach nur Menschen, die Feuerbälle werfen, sondern wir haben Menschen, die Feuerbälle werfen, in der Hoffnung, ein Feuerelementar zu werden. Und leider sind magische Experimente nicht immer so erfolgreich, wie man es gerne hätte. Ich möchte einmal kurz ein Beispiel geben. Wenn ein Magier, der sich dem Element Feuer verbunden fühlt aus irgendeinem Grund und versucht, ein Feuerelementar zu werden, wäre die einfachste Möglichkeit, um aufzusteigen,
dass er magische Energie in seinen eigenen Körper hineinbekommt. Das Problem ist, dass die magische Energie in seinem Fall Feuer wäre. Das heißt, er fängt an zu brennen. Wenn er alle Vorbereitungen richtig gemacht hat und hoffen wir mal, hat sie richtig gemacht, fängt er an zu brennen und überlebt das Ganze. Und hat hoffentlich keine Schmerzen. Wenn er es falsch gemacht hat, zündet sich ein Magier spontan an, beschwört vielleicht noch ein paar Feuerelementare, die dann durch die Stadt rambolen. Und jetzt überlegt euch mal, was passiert, wenn ein ganzer Magierorden versucht aufzusteigen. Einfach weil ein paar Magier sich gedacht haben, hey, wenn wir alle zusammen aufsteigen und alle mehr oder weniger derselben politischen Meinung sind, können wir das Imperium in eine gewisse Richtung lenken. Und sie haben es geschafft, alles abzufacken. Wenn ein Magier aufsteigt, also seinen in Anführungsstrichen Gottstandard erreicht. Ich habe euch erzählt von den Ringen auf dem Teich, ja? Ihr fühlt etwas, es ist ein kleiner Stein, der in den Teich geworfen wird, also gibt das Ringe. Das waren ein ganzer Haufen Magier, die sich gedacht haben, hey, schmeißen wir die größten fucking Steine, die wir finden können, mit voller Wucht in den Teich. Abgesehen davon, dass keiner von den Idioten zu einem Gott geworden ist oder auch nur irgendwie aufgestiegen ist, haben es die meisten von den Idioten geschafft, sich umzubringen. Ein paar sind zu Dämonen geworden und sie haben das magische Gleichgewicht minimal gestört. Was bedeutet hat, dass zum einen die Tore zerstört wurden, zumindest ein Großteil der Tore zerstört wurden. Und was außerdem heißt, dass es für eine gewisse Zeit keine Magie mehr gab, weil niemand Zugriff auf den Äther hatte. Das heißt, die Legionen, die gerade im Äther unterwegs waren, steckten da fest. Die anderen Legionen steckten gerade da fest, wo sie waren. Und die Magier hatten genau so viel Magie übrig, wie sie gebunkert hatten. Das heißt, es gab eine riesige, über viele, viele, viele Kilometer sichtbare Säule von Feuer und Licht und Verdammnis. Und das sahen einige der weniger magisch begabten Mitglieder der Gesellschaft als ein Zeichen, ihre Heugabeln und Fackeln zu greifen und zu sagen, hey, was haltet ihr von Demokratie? Oder zumindest nicht dem Scheiß, den ihr macht. Und es war blutig, aber am Ende gab es keine wirkliche Magier-Elite mehr. Sicher, viele Magier konnten sich retten und es gibt noch vereinzelt ein paar Gebiete, in denen die Magier immer noch regieren. Aber ein Großteil des glorreichen Magier-Imperiums ist im Arsch. Und nur damit ihr versteht, was das genau für ein Verlust war. Das Magier-Imperium hat es geschafft, Drachen ihrem Willen zu unterwerfen. Es gibt genau 5 Drachen. Und jeder dieser 5 Drachen regiert eine Landmasse, die etwa so groß ist wie ein Kontinent, wenn sie sich denn mit den Sterblichen abgeben. Die Drachen sind für viele Völker das, was den Göttern am nächsten kommt. Einen Drachen zu töten ist unmöglich. Und diese Motherfucker haben es geschafft, diese Drachen zu kontrollieren. Langer Rede, kurzer Sinn, die Drachen waren frei, was für die meisten Leute nicht so super war. Ein Großteil der magischen Artefakte und des magischen Wissens wurde in diesem gigantischen Mahlstrom vernichtet und der Rest der Artefakte wurde zum Großteil gestohlen und zweckentfremdet. Um noch einmal ein Beispiel zu geben, ein Offizier in der Armee, also ein Kampfmagier, hatte ein Medaillon gefüllt mit Magie, 2 Ätherkapseln, nur für den Fall, eine magische Rüstung, 2 bis 3 magische Waffen und wahrscheinlich noch irgendein magisches Schmuckstückchen. Ein Barbarenhäuptling gilt als eine große Nummer, wenn er eine brennende Axt hat. Magie hat eben wegen diesem großen Fuck-off-Mahlstrom nie wieder so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Magie wurde unberechenbar. Hauptsächlich, weil Magie... Okay, muss ich wieder ein bisschen was erklären. Magie heißt im Grunde, ich unterwerfe die Realität meinem Willen. Das haben wir schon besprochen. Das heißt, in der Geisterwelt wirbelt man im Grunde Staub auf. Das heißt, wortwörtlich, man wirbelt den Staub, der da sich befindet, auf und der formt sich in magischen Wirkungen irgendwie. Das heißt, wenn ihr einen Feuerball erschaffen wollt, wirbelt ihr diesen Staub in der magischen Welt auf und er formt sich in einen rudimentären, zeitweise existierenden Feuergeist. Und dieser Feuergeist hat einfach nur den Befehl im Kopf, Angriff, und er greift das Ziel an, was ihr ihm befehlt. Nach diesem misslungenen Aufstiegsversuch ist durch den Mahlstrom die Magie relativ stark gestört. Es gibt ein paar Flecken auf der Welt, wo man noch einigermaßen zaubern kann, aber in allen anderen Bereichen muss man mit den Geistern arbeiten. Und es ist sehr einfach, den Staub deinem Willen zu unterwerfen, weil der Staub nicht einmal dieses rudimentäre Ich bin X im Kopf hat, sondern der Staub ist einfach da. Aber es ist deutlich schwieriger, einen Geist deinem Willen zu unterwerfen.
Eine Kerze anzumachen wäre noch verhältnismäßig einfach. Du befiehlst einfach dem Feuergeist, dass er den Docht entzünden soll, und wenn der Feuergeist gerade Bock hat und du ihm irgendetwas anbieten kannst für seine Leistung, macht das vielleicht sogar. Allerdings ist es relativ schwierig, einem Geist zu befehlen, sich zu verändern. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Wassergeist hast und du willst etwas einfrieren, müsstest du dem Wassergeist befehlen, seinen Aggregatzustand zu ändern, von Wasser zu Eis. Und das ist wieder erheblich schwieriger, ihn davon zu überzeugen, und es ist entsprechend teurer. Das soll aber nicht heißen, dass dieser magische Staub im Geisterreich nicht mehr existiert, er ist immer noch da. Aber durch diesen Malstrom kann man auf diesen Staub als Magier nicht mehr zugreifen in der normalen Welt. Man müsste in diese magische Welt herübertreten, dort zaubern und dann wieder zurücktreten. Was eine Technik ist, die einige Leute zum Verzaubern benutzen, aber das geht schon wieder ein bisschen zu tief. Und bevor ich jetzt noch 3 Stunden über Sachen rede, die euch wahrscheinlich nicht so extrem interessieren, rede ich über das letzte Fragment des Magier-Imperiums, das noch existiert. Schlangenmenschen oder Naga oder wie auch immer man es nennen möchte, sind eine der Rassen, die nicht unbedingt meine Lieblingsrassen sind, aber die in Fantasy meiner Meinung nach recht selten genutzt werden. Sie sind meistens einfach nur Orks mit einem kleinen Giftbonus und einem Schuppenbonus, wenn man gerade mal im Dschungel unterwegs ist. Aber ich persönlich finde Nagas etwas interessanter, wenn man sie kreativer aufzieht. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, was ich bisher habe mit dem magischen Imperium. Der Malstrom hatte nicht nur den schönen Effekt, dass er Magie komplett gefickt hat und man das alte Regelbuch rauswerfen und neu schreiben musste, sondern es hat auch ein bisschen was an, wie sage ich das freundlich, an Farbe in die Welt gebracht. Wisst ihr, dieses ganze Reden mit Geistern war vor dem Malstrom nicht möglich. Jetzt schon. Es gibt einen ganzen Haufen Leute, die von Natur aus mit Geistern sprechen können. Und es gibt einen extrem großen Haufen Naga, die von Natur aus magisch begabt sind. Was die Naga weniger als einen Effekt des Malstroms sehen und eher als ein Geschenk der Götter. Denn die Naga sind ein ganz klein bisschen religiös wahnsinnig. Sie haben ein interessantes Kastensystem. Ganz oben stehen die Magier, unter ihnen stehen die nicht magischen Mitbürger und unter denen stehen die Tiere. Allerdings haben sie ein doppeltes Kastensystem. Sie haben zwar diese Ordnung von Magier, Nicht-Magier-Tier, aber in 2 Gruppen aufgeteilt. Oben stehen die geschuppten Magier, Nicht-Magier-Tier und unter ihnen stehen die nicht geschuppten Magier, Nicht-Magier-Tier. Was einer der Gründe ist, warum sie niemals mit den dreckigen Affen des Magier-Imperiums zusammengearbeitet haben. Ich meine, ja, sie sind große Magier und wollen Götter werden und bla bla bla, aber wie können es diese widerlichen Primaten wagen, die gottgleichen Drachen zu versklaven? Denn über dieser kompletten Ordnung gibt es die Meisterkaste, die Drachen, die Kinder der Götter, die heiligen Wesen, die das Feuer der Sonne tranken, etc. etc. Und der einzige Grund, warum man das Magier-Imperium nicht zerschlagen hat mit eiserner Faust, war, dass man nicht genug Ressourcen dafür hat. Es war ein riesiges Imperium und die Naga, auch wenn sie ein stolzes, großes Königreich sind, haben nur ein paar heilige Stätten und einen ganzen Haufen Dschungel. Das heißt, man hat Schriften ausgetauscht, die man eventuell minimal verfälscht hat, um diesen dreckigen Affen das zu geben, was sie verdienen, und nach Meinung der Naga ist der Malstrom eine heilige Strafe. Und lustigerweise haben die Naga es irgendwie hinbekommen, mit ihren heiligen Städten den Staub zu schützen. Das heißt, die Naga können innerhalb ihrer heiligen Städten noch genauso zaubern wie vor dem Malstrom. Das können zwar andere Magier auch, aber es ist nicht zu empfehlen, weil wenn einer dieser dreckigen Affen eine der heiligen Stätten der Naga auch nur betritt, sollte er besser ein Sklave eines Nagas sein. Das Kastensystem hat übrigens ein paar interessante Probleme. Nicht unbedingt Probleme in der sozialen Struktur, die ist recht einfach geordnet, sondern Probleme im Sinne von Diplomatie. Wenn ihr zum Beispiel als reicher Händler mit den Nagas handeln wollt, werden sie es tun. Sie werden nicht direkt mit euch sprechen, sondern durch einen ihrer nicht geschuppten Sklaven mit euch sprechen. Aber sie werden euch erlauben, mit ihnen zu handeln. Wenn ihr aber irgendwas in Richtung Krokodilslieder verkauft oder mögen die Götter euch schützen, wenn ihr eine Eidechse als Haustier habt, dann werden die Naga euch töten. Langsam und schmerzvoll als Ritual der Strafe, dass ihr es gewagt habt, die natürliche Ordnung zu stören. Denn die Naga stammen direkt von den Drachen ab, darum ihre tollen magischen Kräfte,
Und natürlich stammen alle geschuppten Wesen von den Nagern oder auch den Drachen ab und sind somit den Nagern nicht unbedingt ebenwürdig, aber zumindest ähnlich im Wert. Und ihr ungeschuppten Primaten und Elfen und anderen Widerlichkeiten habt nicht das Recht, irgendetwas zu besitzen, was direkt von den Drachen abstammt. Ihr seht, warum Diplomatie mit den Naga schwierig werden kann, oder? Ihr seht aber auch, warum ich die Naga einfach nur herrlich finde. Die Naga haben technisch gesehen ein paar menschliche oder nicht geschuppte, besser gesagt, Städte. Diese Städte werden von einem nicht unbedingt freundlich behandelten Naga-Aufseher beaufsichtigt. Dieser Naga ist in der Regel entweder sehr schwach magiebegabt oder überhaupt nicht magiebegabt und hat im Grunde einfach nur die Aufgabe, diese dreckigen Affen bei Laune zu halten. Weil die Naga sind zwar den Menschen und Elfen überlegen, aber sie leben trotzdem in einem verfickten, giftigen Dschungel und einige der schöneren Güter sind für Naga nicht unbedingt erreichbar. Und ja, sie haben zwar Unmengen an magischen Reichtümern, allerdings ist es außerhalb ihres Dschungels für sie etwas zu kalt. Das heißt, Länder im Norden zu erobern wird etwas schwierig. Das heißt, die Naga sitzen minimal da fest, wo sie gerade sind, weshalb sie sich den dreckigen Affen zumindest ein kleines bisschen öffnen müssen. Nicht so weit, dass man ihnen erlauben würde, einer Echse zu schaden oder irgendetwas in der Art, aber es geht doch so weit, dass man ihnen erlaubt, im großen Imperium der Naga zu existieren. Wenn auch nur als bessere Sklaven. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Idee, ich mag die Ideen. Magische Schlangen, die dich abgrundtief hassen, aber auf dich angewiesen sind. Ich liebe es. Da ich dieses Jahr wahrscheinlich eh kein Video mehr machen werde, kann ich dieses Brabbelgedingse als eine Art Jahresrückblick benutzen. Und kann ich bitte mal erwähnen, wie fucking Cyberpunk dieses Jahr war? Nein, ernsthaft. Donald Trump ist Präsident. Memes sind offiziell anerkannte Hasssymbole. Und Net Neutrality ist tot. Mehr oder weniger hoffentlich nicht, zumindest in den USA. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir während der Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump gesagt, Jung, du kaufst dir eine von seinen Mützen. Erstens kannst du damit herrlich Leute trollen und zweitens kannst du daraus einen wunderbaren Shit machen in Richtung Make the Wasteland Great Again, du cosplayst jetzt Fallout als Donald Trump, Vollidiot, irgendwas. We gonna build a wall and make the super mutants pay for it. Ah, es wird herrlich. Aber ernsthaft, ich hoffe auf Cyborg-Arme. Das ist das Einzige, was das hier halbwegs erträglich machen würde. Nein, wirklich. Wenn ihr ein frühes Cyberpunk-Dingsbums-Setting machen wollt, wo die Supercorporations noch nicht so super mega wir regieren die Regierung und du stellst keine Fragen sind, sondern mehr so ein bisschen halbwegs sneaky sind. Dieses, ja, wir sind zwar super globale Corporations und die Leute arbeiten zwar technisch gesehen nicht für uns, wir stechen sie trotzdem, aber das wissen die Leute nicht, weil wir sie dumm halten mit den Medien. Spielen 2016, 2017. Um einfach ein Beispiel für die Verblödung zu nennen. Bei uns auf der Arbeit läuft Radio. Und da gibt es solche tollen Jugendumfragen. Und eine von den Fragen war, zu welcher Partei gehört Angela Merkel? Von NPD über FDP bis zu SPD und Linke wurde alles genannt, außer CDU. Sicher, die Sachen werden geschnitten, um einen in Anführungsstrichen lustigen Effekt zu haben, aber es ist einfach nur deprimierend. Und das Schlimme ist, ich traue es vielen Leuten zu, dass sie wirklich so dämlich sind. RTL ist nicht ohne Grund einer der bestgeschauten Sender und die Bild-Zeitung ist nicht ohne Grund einer der bestverkauften Zeitungen. Und wenn wir uns die große SJW-Welle anschauen, geht der Trend immer weniger in Richtung Fakten und immer mehr in Richtung Gefühle. Und meine Meinung soll unterstützt werden, sonst bist du falsch. Oder wie der Gottkönig es sagen würde, du bist Fake News. Also, das ist ein geiles Setup für ein Cyberpunk-Setting. Es ist extrem deprimierend, dass wir in diesem Cyberpunk-Setting leben müssen und immer noch keine fucking Cyborg-Arme haben. Aber es ist eine coole Idee für ein Setting. Und mit diesem besinnlichen Gedanken möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich danke euch, dass ihr euch den ganzen Scheiß angehört habt, wünsche euch ein frohes Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.